Daniel Aßmann besucht das größte Storchenbrutgebiet in Nordrhein-Westfalen und erlebt hier eine ganz besondere Überraschung. Die Jungstörche sind da, die dürften etwa 10 Tage alt sein. Das ist zum ersten Mal für mich, dass ich Störche in freier Wildbahn sehe, dann auch noch Jungtiere und das Ganze hier in Ostwestfalen. Mehr geht nicht. Außerdem eine einzigartige Modellbahnwelt in Bad Driburg. Wenn man sich auch mal die Details hier anguckt, ne? Das sieht so echt aus. Und Daniel erkundet das außergewöhnlichste Fachwerkhaus Deutschlands, das Junkerhaus in Lemgo. Willkommen zu Das Beste im Westen. Diesmal mit der Top 5 von Daniels Sommerhighlights aus Ostwestfalen-Lippe. Herzlich willkommen bei Das Beste im Westen. Heute schauen wir uns Ostwestfalen-Lippe mal genauer an und ich präsentiere Ihnen meine Top 5 Highlights und Geheimtipps aus dieser Region. Hier hinter mir sieht man schon die Externsteine, ein absoluter Besuchermagnet und eine spektakuläre Kulisse. Nicht nur von hier unten, vielleicht schaffe ich es im Laufe der Sendung ja auch nach oben. Bevor wir mit Platz 5 beginnen, zeige ich Ihnen aber erstmal wissenswerte Informationen rund um diese Region. Ostwestfalen-Lippe, kurz OWL, liegt im Nordosten von Nordrhein-Westfalen. Circa 2 Millionen Einwohner leben hier. Vor allem durch den Teutoburger Wald hat der Tourismus für Ostwestfalen-Lippe eine große Bedeutung. 2019 gab es hier erstmals mehr als 7 Millionen Übernachtungen. OWL ist aber auch wirtschaftlich stark und kreativ. 1891 wurde hier das Backpulver für private Haushalte auf den Markt gebracht. Und 1929 die elektrische Spülmaschine erstmals in Europa produziert. Auch gut 70% der deutschen Küchenmöbel stammen aus OWL. Die Region ist mit 140.000 Unternehmen eine der stärksten Wirtschaftsregionen Deutschlands. Viele davon sind mittelständische Unternehmen, viele in Familienbesitz und Inhaber geführt. Ostwestfalen-Lippe, eine kraftvolle Region, sowohl wirtschaftlich als auch touristisch. Für eine wahre Erfolgsgeschichte geht es jetzt nach Petershagen, auch bekannt als Storchenhauptstadt. Mit viel Engagement hat man die Region zum größten Storchenbrutplatz Nordrhein-Westfalens entwickelt. Viel Spaß mit meinem Platz 5 aus OWL. Los geht's mit Platz 5 von Daniels Sommerhighlights aus OWL. Es geht an die Weser, zu einer tierischen Besonderheit in Petershagen. Windheim in Petershagen. Viel Landschaft, idyllische Häuschen und heute der perfekte Lebensraum für viele Störche. Ein Verdienst unter anderem von Dr. Alfons Bense. Also ich erinnere mich natürlich als Kind, wo die Storchennester in der Gegend, wo ich groß geworden bin, waren. Ich weiß, wie wir um die Kurve mit meinen Eltern da fuhren und dann konnte man einen ganz kurzen Blick zwischen zwei Häuser auf den Storch finden. Das würde ich heute wiederfinden, die Stelle. Den Titel Storchenvater nehme ich gerne an. Ich sage immer, es ist mir lieber als Rabenvater, obwohl die versorgen ihre Jungen auch ordentlich. Ich bin Alfons Rolf Bense. Ich lebe hier im Storchendorf Windheim und meine Berufung ist die Weißstorchbetreuung im Kreis Minden-Lübbecke. Hallo Herr Bense. Hallo, grüß Sie. Und ist jemand zu Hause? Ja, das Weibchen sitzt auf dem Gelege. Ah ja. Ja, wahrscheinlich werden wir es nie mal ganz alleine lassen, die Eier oder die Jungtiere. Nein, ne? Nein, die ganze Zeit, 32 Tage Brutzeit, ist immer ein Altvogel anwesend, ja, und steht höchstens für wenige Minuten. Die Eier müssen warm gehalten werden. Mhm. Und das Männchen, das ist jetzt unterwegs? Und das ist im Augenblick auf Nahrungssuche. Aha. Zwischendurch ist er da, sammelt Nistmaterial, Moos zum Auspolstern und die beiden sind ein gutes Team. Ja, sehr gut. Warum ist denn jetzt eigentlich, habe ich mich gefragt, Ostwestfalen, jetzt hier insbesondere auch Petershagen, warum ist das so interessant für die Weißstörche? Das liegt an der Weser und der Weseraue. Nicht? Denn hier hatten wir das letzte verbliebene Grünland, das auch nicht intensiv ackerbaulich genutzt werden kann, weil wir haben hier einmal im Jahr doch noch Hochwasser. Und das ist die Lebensversicherung der Störche, das Hochwasser. Mhm. Ich habe gelesen, Ende der 80er Jahre,
sah es ja gar nicht so gut aus mit den Störchen. Ne? Sehr schlecht, das war kurz vor dem Aus. Wir hatten noch 3 Paar hier in den Dörfern an der Weser und das waren sogar die letzten 3 in ganz Nordrhein-Westfalen. Wie viele Paare haben wir denn jetzt? Wir haben 2021 und wir haben hier allein im Kreis 118 Paar. Boah. Das ist wirklich riesig. Wir sind selber überrascht. Aber ich sage immer so, die Störche haben alle Eier selber gelegt. Ja. Wir sorgen für manches, aber das müssen die Störche selber machen. Also da wird jetzt nicht irgendwie von Menschenhand gezüchtet oder nachgezüchtet? Nein, und nein, das nicht? Das lehnen wir ganz strikt ab. Ja. Das führt nur zu Sekundärproblemen. Ja? Mhm. Also die Störche sollen in der freien Landschaft sich ernähren können. Wir füttern auch nicht zu, da sind wir ganz krass dagegen. Mhm. Das würde nämlich dazu führen, dass die Störche noch mehr die Nähe der Menschen suchen, abhängig werden und sie würden auch zunehmend überwintern bei uns. Und das wollen wir ja nicht. Ja, nicht? Ja. Wir wollen den Storch als Frühjahrsboten erhalten. Die Störche fühlen sich hier extrem wohl und haben von hier aus NRW neu besiedelt. Erreicht wurde dies durch neu geschaffene Lebensräume. Für die Arbeit in seinem Verein zur Erhaltung der Weißstörche hat Dr. Alfons Bense sogar das Bundesverdienstkreuz erhalten. Wie sind Sie auf den Storch gekommen? Also warum fasziniert Sie der Vogel so? Also ich habe über die Kulturgeschichte der Störche gearbeitet. Das fängt im alten Ägypten an, bei den Griechen, Römern. Das können wir jetzt nicht alles durchgehen. Aber wir begegnen dem Storch doch in ganz besonderer Weise. Er ist auch das größte Wildtier, das sich dem Menschen so angenähert hat. Der kann bei uns auf dem Dach brüten, ist aber Wildtier geblieben. Mhm. Die Schwalbe brütet bei uns auch, aber die ist klein, fällt nicht so auf. Nicht? Und dann macht der Storch schon was anderes her. Darf ich da vielleicht auch einmal durchschauen? Ja, komm. Jetzt ist er gerade. Vielleicht ist er jetzt eben ein bisschen nach rechts. Sonst ist er ein bisschen nach rechts. Nee, ist super. Sehe ich optimal. Ja. Also Sie sehen, so könnte man den Ring ablesen jetzt. Ne? Ja. Jeder Storch trägt einen Ring. So lässt sich nachvollziehen, wie oft hier neue Störche nisten. Ein paar Straßen weiter wartet auf Daniel eine kleine Sensation. Jungstörche. Die Eltern sind ein Storchenpaar, das schon seit Jahren im gleichen Nest nistet. Und zwar im Garten von Ernst Humke. Hallo. Hallo. Ja, hallo Ernst. Hallo Wolf. Also ich sag mal so, ich bin etwas neidisch, muss ich sagen. Also, ja. Das ist natürlich ein ganz toller Anblick und das bei Ihnen hier im Garten, ja? Wie lange gibt's das Nest hier schon? Ja, aus 1933. Seit 1933? Ja. So lange schon? So lange schon. So lange haben Sie schon Störche hier im Garten? Auf diesem Baum, ne? Ja, ja. Zu welcher Zeit wird denn quasi hier das Nest bei Ihnen im Garten wieder besetzt ungefähr? Ende Februar. Euer Männchen ist meistens recht früh dran. Ja. Ja? Das ist ja das Männchen, das auch hier selber im Nest geschlüpft ist, 1995 und seit 1997 regelmäßig hier brütet. Jedes Jahr können wir den Ring ablesen. Ja, ist es eine Außergewöhnlichkeit, dass das Männchen immer wieder ins gleiche Nest jetzt hier ganz kommt? Selten, ganz selten, ganz selten. Haben wir in 40 Jahren nur 2-mal gehabt. Dieser Storch fühlt sich hier also besonders wohl. Und auf Daniel wartet jetzt das ganz besondere Highlight. Ja, sie haben großes Glück. Die Jungstörche sind da. Die dürften etwa 10 Tage alt sein. Der Storch steht. Von oben kriegen sie einen schönen Blick rein. Ich würde sagen, wir gehen hoch. Ja, gerne. Dürfen wir, ja? Klar. Super. Also das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Das ist zum ersten Mal für mich, dass ich Störche in freier Wildbahn sehe. Dann auch noch so nah dran, dann auch noch Jungtiere und das Ganze hier in Ostwestfalen. Mehr geht nicht. Störche in freier Wildbahn beobachten. Platz 5 von Daniels Sommerhighlights aus Ostwestfalen-Lippe. Und gleich eine Miniaturbahnwelt der Extraklasse. Die Modellbundesbahn in Bad Driburg. Hier ist alles bis ins kleinste Detail naturgetreu gestaltet. Hier passiert irgendwie das bei mir, was ihr natürlich nicht wollt. Man möchte das am liebsten mal anfassen, weil das so echt aussieht. Das ist echt krass, wie ihr ins Detail geht. Das Wahrzeichen von Ostwestfalen-Lippe steht im Teutoburger Wald.
am Hermannsdenkmal. Führt kein Weg vorbei, wenn man über diese Region spricht. Jetzt kommt für Sie der Platz 4. Platz 4 von Daniels Sommerhighlights aus OWL führt ihn zur größten Statue Deutschlands. Und die steht in Detmold. Mitten im Teutoburger Wald steht es, das Wahrzeichen von Ostwestfalen-Lippe. Deutschlands größte Statue, das Hermannsdenkmal. Und genau dahin ist Daniel unterwegs. Da sieht man schon. Arminius dreht uns aber noch so ein bisschen den Rücken zu. Aber ich sag mal so, ein schöner Rücken kann auch entzücken, ne? Vor allem, wenn er so imposant aussieht wie hier. Der Krieger mit dem Schwert ist der Germanenkriegsheld Arminius. Der besiegte in der legendären Varusschlacht die Römer. Mehr als 500.000 Besucher pro Jahr zieht es zu dieser riesigen Statue. Komm, ich mach mal eins von euch insgesamt hier. Joschka Jakob Feuerborn ist Gästeführer in OWL und kennt sich mit der Geschichte dieser Statue bestens aus. Hallo Joschka. Hi Daniel. Grüß dich. Hi. Ist schon imposant, ne? Jetzt mal so von vorne, wenn man ihn mal so wahrnehmen kann. Weil man sieht ihn ja, wenn man offiziell den Weg hingeht, erstmal von hinten, ne? Ja, genau, genau. Und das auch eine ganze Zeit, bis du dann hier oben bist. Umso schöner ist es dann, hier vorne mal auf der Besucherplattform zu stehen und mal hochzuschauen. Ja. Absolut. Ich habe mich auf dem Weg hierhin gefragt, ne? Wahrscheinlich eine total banale Frage, aber ich finde sie irgendwo legitim. Ja, das ist Arminius. Das Ganze heißt aber Hermannsdenkmal. Was hat jetzt? Warum ist das nicht der Hermann? Der Hermann ist quasi der eingedeutschte Name von Arminius. Ah, okay. Also der lässt sich sehr wahrscheinlich auf Luther, also unser aller Martin Luther, der Reformator, zurückführen. Und er nennt ihn Hermann aufgrund des Mann des Heeres. Darauf lässt sich bei Luther der Name Hermann zurückführen. Okay. Und deshalb dann Hermannsdenkmal. Ja. Welche Bedeutung hat diese Figur oder auch natürlich diese Sehenswürdigkeit denn hier für Detmold oder für die Region hier Ostwestfalen-Lippe? Er ist natürlich das touristische Aushängeschild hier in der Region, das ist ganz klar. Also wir heißen ja auch Land des Hermann, so im Touristikbereich. Und naja, mit knapp 500.000 Besucher im Jahr, die wir dann so an den Nexternstein und hier und vor allem auch am Hermannsdenkmal haben, ist er natürlich ein ganz wichtiger Magnet für die Region. Du sagst Magnet, ich spüre auch schon die Sogwirkung. Sollen wir mal ein bisschen näher ran? Ja, gerne, ja? Gerne. Wir können auch gerne nachher noch hochgehen. Ach, das geht auch noch? Ja, das kriegen wir hin, auf jeden Fall. Ja, toll. Fertig wurde dieses Denkmal 1875. Damals galt es als die höchste Statue der westlichen Welt. Nur die Freiheitsstatue in New York konnte 10 Jahre später das Hermannsdenkmal übertrumpfen. Ich finde, je näher man kommt, desto mehr realisiert man erstmal, wie hoch und wie groß dieses ganze Denkmal ist. Was meinst du denn, wie hoch er ist? Boah. So insgesamt, von hier unten, wo wir stehen, bis zur Schwertspitze. Bis zur Schwertspitze. Schätz mal was. Knapp 40, 42, bisschen über 40. Ah, musst du noch ein bisschen was drauflegen. Ja? Ja. Wie hoch ist er insgesamt? Also insgesamt von hier unten bis zur Schwertspitze sind es 54 Meter. Okay. Und das kannst du dir ganz gut merken, weil es ist so ziemlich halbe-halbe. Also so, wir lassen so ein paar Zentimeter weg und du kannst sagen, also das Steinding sind so in etwa 27 Meter, die Figur sind 27 Meter, dann kommst du auf die 54. Ja. Und was ich mal ganz spannend finde, wenn du dir das Schwert anschaust, vom Heft bis zur Schwertspitze ist allein das Schwert 7 Meter lang und wiegt über eine halbe Tonne. Krass, und unglaublich. Das sieht auch kein Mensch. Nee. Also wenn du hier mit Besucherinnen und Besuchern bist, und du hörst mal, wie die sich so unterhalten oder du hast eine Führung und fragst mal, von 20 bis 200 Meter ist alles dabei. Alles dabei, ist alles dabei schon gewesen. Krass. Ja. Du sagtest ja auch, man kann auch reingehen. Ne? Mhm. Könnt ihr auch bis in die Statue rein oder da nicht? Also normalerweise kann man bis in die Statue oben reinklettern, wenn wir zum Beispiel nachgucken müssen, ob der noch dicht ist, ob es da reinregnet und ob er einfach noch heile ist. Klingt auch ganz gut. Wir müssen mal gucken, ob Arminius noch ganz dicht ist. Wir ja, machen einmal innere Medizin, wir gehen einmal rein, gucken, ob noch alles richtig liegt. Okay. Genau. Aber das heißt jetzt nicht für Besucher? Nee, genau. Für Besucher ist es nicht offen. Für Besucher ist diese Besichtigungsplattform aber oben offen. Und da würde ich sagen, da können wir gerne mal hochgehen, wenn du mal einen Blick in die Landschaft werfen willst. Ja, auf jeden Fall. Lass uns das machen. Dann machen wir das. Alles klar. Auf geht's. Die Anhöhe, auf der das Denkmal steht, nennt sich Grotenburg, liegt im Südosten des Teutoburger Waldes und ist selbst schon 386 Meter hoch. Von hier kann man über den Teutoburger Wald blicken. Knapp 70 Stufen später erreicht man die Aussichtsplattform auf dem Denkmal. Ah,
Ast rein. Ich sehe Licht am Ende des Denkmals. Ja, allerdings, allerdings. Und dann würde ich sagen, lade ich dich mal zum einen der schönsten Ausblicke ganz Lippes an. Ja, vielen Dank. Boah. Das ist natürlich. Das ist ja natürlich ein Ausblick, sagen wir mal. Kann man sich gefallen lassen. Nicht schlecht, ja. Und vor allem auch bei nicht ganz so schönem Wetter, wie wir gerade haben. Es hat trotzdem was. Es ist so ein bisschen mystisch irgendwie. Ja, schon, auf jeden Fall. Wäre natürlich schöner bei gutem Wetter, dann könntest du noch ein bisschen weiter gucken. Aber weißt ja, in Ostwestfalen gibt es kein schlechtes Wetter. Das ist, ist ja einfach so. Also man muss auf jeden Fall auch ein kleines bisschen schwindelfrei sein. Das ist richtig, ja, muss man tatsächlich. So ein bisschen auf jeden Fall, wobei noch ist keiner abgestürzt. Zum Thema runterfallen oder rausfallen gibt es auch noch mal eine ganz nette Anekdote. Ja. Und zwar, wenn wir mal stehen bleiben und du guckst mal hoch. Ja. Dann kannst du sehen, wir stehen jetzt direkt unter ihm quasi und du kannst seine Nase sehen. Richtig. Die Figur innen ist hohl und da ist ein Röhrensystem drin. Und du kannst da hochklettern und kannst bis in den Kopf reinklettern. Aha. Und es gab mal die Legende, und das ist tatsächlich auch nur eine Legende, dass mal ein Kind aus diesem Nasenloch rausgefallen ist. Aber wenn du da hochguckst, dann siehst du, die sind sehr, sehr klein. Ja. Man sagt, die sind so faustgroß. Ja. Und da ist also mit Sicherheit nie ein Kind aus diesem Nasenloch gefallen. Und das andere ist, angeblich war im Kopf des Hermann mal ein Kaffee, aber nur Kännchen-Kaffee. Ja. Auch das ist, wenn du es dir anguckst, natürlich völliger Quatsch. Ja, dann bin ich mal gespannt, welche Geschichten sich jetzt noch irgendwann auftun werden, wenn vielleicht noch mehr Leute kommen, die das jetzt gesehen haben, weil es lohnt sich wirklich allemal. Ja, ne? Das also, auf jeden Fall. Vielen Dank auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Joschka, jederzeit wieder. Machen wir. Dann euch noch alles Gute und genießt die Aussicht noch ein bisschen. Machen wir. Und wenn ihr in die Richtung guckt, könnt ihr ja schauen, ob ihr Bielefeld seht. Da gibt's doch gar nicht. Eben. Das Hermannsdenkmal. Platz 4 von Daniels Sommerhighlights aus Ostwestfalen-Lippe. Und so geht's gleich weiter, hierbei das Beste im Westen. Daniel entdeckt das außergewöhnlichste Fachwerkhaus Deutschlands. Also wenn das hier drin jetzt genau so weitergeht, wie es von außen schon aussieht, dann würde ich sagen, damit treten wir jetzt eine andere Welt. Hier in Ostwestfalen-Lippe gehen wir jetzt auf Zeitreise. Und zwar geht's zurück ins Jahr 1975. Wir gehen aber nicht zu Fuß, sondern wir fahren mit der Bahn. Nächste Haltestelle, mein Platz 3. Auf geht's zu Platz 3 von Daniels Sommerhighlights aus OWL. Und diesen besonderen Ort findet Daniel in Brakel. Jetzt wird es außergewöhnlich. Jedes Gleis, jeder Baum und jedes Gebäude standen genauso wie hier zu sehen im Sommer 1975 in Ottbergen und Altenbeken. Ja, im Prinzip war es eine Begegnung an der Bahnschranke, wo ich ein kleiner Junge war, so 2-3 Jahre alt. Weil da ist mir zum ersten Mal so ein Monstrum, so eine 44er Dampflok begegnet. Die haben so viel Eindruck auf mich hinterlassen, dass ich irgendwann so einen Traum hatte, das wieder aufleben zu lassen, wie es eben früher gewesen ist. In den Modellen stecken mittlerweile 45.000 Arbeitsstunden. Mein Name ist Karl Fischer und ich nehme euch hier mit auf Zeitreise, und zwar in den Sommer 1975. Und diesen Sommer 1975 will sich Daniel jetzt mal ganz genau anschauen. Willkommen bei der Modellbundesbahn in Bad Driburg. Oh, das ist krass. Na dann, kommen Sie mal rein. 20.000 Besucher im Jahr staunen wie Daniel über die detailgetreuen Nachbauten der Bahnhöfe Bad Driburg und Ottbergen im Maßstab 1:87. Wenn man sich auch mal die Details hier anguckt, ne? Hier die Fenster und so, das sieht so echt aus. Und vor allem, weil ich jetzt schon merke, wenn man mal so hier den Perspektivwechsel macht, so auf die Höhe geht, sieht das noch echter aus. Also hier steckt Liebe komplett im Detail. Hi! Hallo. Ich bin jetzt schon begeistert. Ich habe noch nicht so viel gesehen, aber das ist ja wirklich enorm, was ihr hier aufgebaut habt. Der Knaller. Also ich bin gerade so fasziniert von dieser Detailverliebtheit, die man schon am Anfang sofort bei den ersten Objekten hier kennt. Ne? Ist das auch so euer Geheimnis?
Geheimnis, ja, jetzt bringt es mich in Verlegenheit. Ja, ja. Aber ist das so eure Einzigartigkeit, dass er wirklich so detailverliebt ist? Ja, das ist unsere große Leidenschaft. Ja. Also wir wollen das richtig geil machen, dass das so rüberkommt, wie das 1975 ist. Da sagt auch die Fachpresse drüber, das ist der genaueste Nachbau, den man öffentlich in H0 sehen kann in Deutschland. 2 Jahre hat allein die Recherche und Auswertung von alten Fotos und Bauplänen gedauert, bis die Bahn so detailgenau nachgebaut werden konnte. Neben den ganzen historischen Details haben Karl und sein Team viele kleine Highlights eingebaut, an denen sie lange tüfteln mussten, um das mit millimeterdünner Technik umzusetzen. Das, was ihr hier seht, ist die Modell-Bundesbahn. Das ist eine Anlage, die im Moment 100 Quadratmeter Anlagenfläche hat. Unsere Halle hat fast 700 Quadratmeter. Und wir sind auch am Bauen, das heißt, die Bahn wird immer größer. Aber Fakt ist zurzeit, dass wir ungefähr 80 Triebfahrzeuge haben, 900 Waggons, knapp 100 Signale, 216 Weichen, wo nur eine von defekt war in der ganzen Zeit. 15 Jahre machen wir das hier. Und unser Einwohnermeldeamt, das werden wir immer gefragt, wie viele Püppchen habt ihr denn hier? Die zählen noch. Da wir weiterbauen, im Moment sind wir so bei ungefähr 7000. Wie viel habt ihr mal zusammengerechnet? Wie viele Stunden sind denn hier reingeflossen? Also gesamt, was du hier siehst, also wir unterteilen es einfach mal in die Bauabschnitte. Also hier der Bereich, der schon fertig ist, da stecken ca. 35.000 Stunden drin. Das ist aber ohne die Wartungszeit. Das ist der reine Modellbau. Ja. Und drüben, was wir jetzt bauen, also sprich hier der neue Bauabschnitt, da werden über 10.000 Stunden reingehen. Boah. Also ein Beispiel ist, das ist Altenbekner Viadukt, der große Viadukt. Ja. Das ist ein deutscher Rekord, also ist die längste maßstäblich nachgebaute Eisenbahnbrücke in H0. Und diese Brücke da drüben, die hat schon über 700 Arbeitsstunden verschlungen, davon über 300 Stunden beim CAD-Zeichner. Ja. Und allein das hat einen Wert von über 35.000 Euro. Puff. Nur die eine Brücke wohlgemerkt. So viel Arbeit geht natürlich nur im Team. Norbert Sigmann kümmert sich um die Elektronik und Programmierung. Michael Buttkeil ist der Chefmodellbauer. Hi. Hi. Ich habe gehört, du bist der Mann für die Optik hier. Ich bin der Mann, der das alles umsetzen muss. Die ganzen Ideen, ja, ja. Damit das Ergebnis hinterher stimmt. Er ist ja der Wahnsinn. Also ja, ich finde auch Wahnsinn. Hier ja. Also ich sag mal so, hier passiert irgendwie das bei mir, was ihr natürlich nicht wollt. Man möchte das am liebsten mal anfassen, weil das so Natur oder so echt aussieht. Ja. Wahnsinn. Was machst du da jetzt gerade? Ich habe gerade mal so ein paar Gräser hier gesetzt am Rand. Ja. Weil wir haben ja hier so eine Waldschneise, die hier runterläuft. Und da habe ich jetzt ganz einfach mal auf diese Spitzen, die wir ja gerade vorher gesetzt haben, mal so ganz kleine Mikrofasern gesetzt. Also das ist schon, es ist eine Herausforderung. Also eine Herausforderung ist eigentlich so ein langes Stück so rüberzubringen, dass auch die Farben alle stimmen. Ja. Ne, auch, dass das Grün harmonisch durchläuft und so und dass man keinen bunten Mix kriegt. Ja. Und da, wo gerade im Waldbereich zum Beispiel, da haben wir das immer so, dass wenn das vom Rehwild oder so abgefressen wird, wächst nach. Der hat das immer so ein frisches Hellgrün. Man hört hier auf jeden Fall raus, hier wird nichts dem Zufall überlassen. Nein, krass, wie ihr ins Detail geht. Michael war vorher Meister im Verpackungswesen. Heute arbeitet er hier hauptberuflich und kann sich so in Vollzeit um die ganzen Details kümmern, die Bahn so besonders macht. Finanziert wird die Arbeit allein durch die Eintrittsgelder. Wenn man sich jetzt mal hier so wirklich komplett aufs Detail einlässt, wie viel Zeit verbringen denn die Leute hier? Weil es gibt ja so viel zu entdecken. Ne? Ja, das ist eine Frage. Also es gibt zwei verschiedene Besuchergruppen. Aha. Ja. Einmal sind es natürlich die Familien, also Opa, Oma, Vater, Mutter, Kinder, auch so generationsübergreifend. Mhm. Wir sind so im Schnitt so 1 bis 2 Stunden hier. Ja, doch auch. Und ja, meistens so 1,5 ist so der Durchschnitt, ja. Ne? Ist klar. Ja, ja. Und das andere, das sind eben die Fachleute, wo wir als Modell Bundesbahn 4 Fachpublikum haben.
Die kommen auch von überall angereist. Ja. Viel aus allen Ecken von Deutschland, dann aus Holland, Belgien, Frankreich. Wir hatten schon Besucher aus Japan da, ja, die extra wegen der Bahn, Eiffelturm, ja, und dann Modell Bundesbahn. Ja. Aber die kommen gezielt. Und ja, die bleiben auch dann länger da. Das heißt, da hast du welche, die sind 2 Stunden da, manche sind aber auch einen ganzen Tag, ja, da. Ne? Ja, krass. Ja, man kann auf jeden Fall, glaube ich, einen ganzen Tag hier verbringen, wenn man sich wirklich mal voll auf die Welt einlässt, sich jedes Detail anschaut. Das heißt, für Sie kann es jetzt heißen, nächste Haltestelle Modell Bundesbahn. Und nehmen Sie auf jeden Fall Zeit mit, weil es gibt wirklich viel zu entdecken. Der Bau ist noch lange nicht abgeschlossen. Karl und sein Team planen weitere interaktive Streckenabschnitte und wollen auch künstliches Feuer und andere Highlights integrieren. Diese faszinierende Modellwelt ist Daniels Platz 3 der OWL-Highlights. Ich habe hier einen Ort gefunden, der in Deutschland einzigartig ist. Und zwar in Riedberg, das Bibeldorf. Was sich dahinter verbirgt, das sehen Sie jetzt. Hier ist mein Platz 2. Auf geht's zu Platz 2 und Daniels nächstem Highlight aus OWL. Dafür fährt Daniel nach Riedberg bei Gütersloh. Das Bibeldorf. Eine in Deutschland einzigartige Erlebnis- und Begegnungsstätte, die das Leben zur Zeit Jesu eindrucksvoll veranschaulicht. Schülerinnen und Schüler arbeiten hier ehrenamtlich mit und vermitteln Eindrücke der damaligen Zeit. Hallo, ich bin der Daniel. Hallo. Hi. Was macht ihr Spannendes? Das sieht ja richtig gut aus. Also wo gehobelt wird, fallen Späne. Ne? Bei dir auch einige. Jo. Was machst du? Also wir verkörpern hier den Beruf des Zimmermannes oder der Zimmerfrau von früher und ja, sind hier am Schnitzen. Also macht ja schon hier so eine außergewöhnliche Zeitreise irgendwie, ne? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch noch andere Handwerkstätigkeiten. Da könnt ihr auch gerne mal bei unseren Freunden unten vorbeischauen. Die 35.000 Quadratmeter teilen sich in mehrere Themenbereiche auf. Hier kann man viele Handwerksarten entdecken, die zur Zeit Jesu wichtig waren. Wie zum Beispiel Kräuterkunde oder das Mahlen von Getreide. Die Schüler erlernen hier selbst das alte Handwerk und können so den Besuchern weitergeben, wie das Leben damals funktionierte. Was macht ihr gerade? Ihr malt Mehl, ne? Genau. Ja, cool. Und das war auch früher quasi, ja, war schon eine harte Arbeit, ne? Also mit dem Malschein. Ja, also wenn man das so ein paar Minuten macht, ist man erstmal aus der Pute. Ja, ne? Ja, ja. Muss ich das Bibeldorf für euch jetzt persönlich so als großes Hobby verstehen oder wie versteht ihr das für euch? Ja, also das kann man schon so sehen. Also wir sind hier total reingewachsen und eigentlich, wir machen das nur aus Spaß. So, das ist schon wie ein Hobby, wenn man hier so einmal die Woche oder so hinkommt und alle trifft. Das ist halt eine große Gemeinde, man kennt hier alle. Das ist einfach super schön, wenn man sich hier dann mal immer trifft. Erschaffen hat diesen besonderen Ort 2003 Eva Fricke. Am Anfang stand die Idee, eine Synagoge für Lernzwecke zu errichten. Doch daraus wurde schnell mehr. Und so entstand das heutige Bibeldorf. Hallo, ich grüße Sie. Hallo. Das ist ja wirklich ein super Ort hier. Also man ist ja sofort in einer anderen Welt. Haben Sie eigentlich einen Lieblingsort hier? Ja, ist eigentlich die Synagoge. Das ist das erste Gebäude, was wir hier auf dem Gelände errichtet haben. Ja, finden Sie mich da mal hin? Ja, gerne. Ja? Ich habe mich gefragt, wie kam denn die Idee eigentlich, hier dieses Bibeldorf zu errichten? Mein Mann ist hier Pastor. Ich habe in der Kirchengemeinde mitgearbeitet, bin selber Religionslehrerin. Mhm. Und für uns war immer die Frage, wie können wir biblische Geschichten Menschen so erzählen, dass sie sie auch verstehen? Ja. Für mich und auch für meinen Mann war es immer wichtig, ins Land nach Israel und Palästina zu fahren, um dort die Gegebenheiten, die örtlichen Gegebenheiten, um das Leben zur Zeit Jesu kennenzulernen. Aha. Und wir haben gemerkt, dass die Ortskenntnisse natürlich noch mal ganz anders das Hören von biblischen Geschichten beeinflusst. Ja. Und dann war die Idee, gemeinsam was Kleines aufzubauen. Aus dieser kleinen Idee wurde das größte Bibeldorf Deutschlands. Jugendliche und Mitglieder aus der Gemeinde wurden immer wieder eingeladen, hier mitzuarbeiten. Alle Gebäude sind selbst geplant und errichtet worden und zeigen einen anderen Aspekt aus den Zeiten Jesu. Waren Sie irgendwann mal selbst überrascht, dass Sie auf einmal gemerkt haben, boah, wir sind das größte Bibeldorf in ganz Deutschland auf einmal, weil immer irgendwas dazu kam? Weil, also war das das Ziel?
Ziel, kann man nicht sagen. Es war irgendein Traum, war da, aber der war so, ja, unrealistisch, so nicht erreichbar. Mhm. Und heute muss ich sagen, wenn ich zurückdenke und wenn ich an 2003 denke, wenn ich da gewusst hätte, wo wir heute stehen, ich glaube, ich hätte gar nicht den Mut gehabt, damit anzufangen, weil ja ganz viele neue Sachen auf uns einströmten, wo wir auch keine Ahnung hatten, wo wir uns selber zuerst einarbeiten mussten. Mhm. Heute finde ich es gigantisch und ich finde es eigentlich immer noch ein Wunder, dass sowas passiert. Wenn alle mithelfen und mitarbeiten, jeder seine Fähigkeiten mit einbringt, was da eigentlich passieren kann. Ja, was da möglich ist, ne? Also wenn man das mal sieht, das ist echt total toll. Total schön so zu erleben, ne? Und das Schöne ist halt, dass Jung und Alt zusammenarbeitet. Mhm. Unsere Gemeinde hat sich von dem her auch geändert, weil die Jugendlichen, die kennen die Älteren und schätzen sie auch. Und die Älteren kennen die Jugendlichen. Die können ihr Wissen weitergeben, ihre Kompetenzen denen nahebringen. Und das ist was Wunderschönes. Also da ist Gemeinde richtig lebendig. Ja. Ein besonderes Highlight ist die künstliche Ausgrabungsstätte. Auf über 100 Quadratmetern gibt es hier Teile einer alten Siedlung zu entdecken. Der evangelische Pastor Dietrich Fricke ist hier mit Leib und Seele dabei. Er ist der Mann von Eva Fricke und hat mit ihr schon bei zahlreichen Ausgrabungen mitgemacht. Hallo. Hallo. Und, schon was gefunden? Durchaus, klar. Ja. Wonach suchen wir eigentlich? Nach dem, was im Boden drin ist. Ja. Und das kann alles Mögliche sein? Ja, also es können Knochen sein, es können Münzen sein. Ja. Scherben natürlich ohne Ende. Ja, und ja. Grundmauern. Man könnte jetzt meinen, da geht es Ihnen vielleicht genauso, das ist hier tatsächlich so ausgegraben worden, weil Sie sind voll drin. Ja, klar. Man nimmt Ihnen das absolut ab. Das aber glauben es ist auch natürlich, die meisten. Ist nachgestellt. Ist gefaked. Ne? Ist gefaked, genau. Trotz dieser künstlich angelegten Fläche finden sich hier auch echte Ausgrabungsstücke. Die vermeintlich vergrabene Siedlung ist einer echten Ausgrabungsstätte nachempfunden. So soll Geschichte für alle noch besser erlebbar gemacht werden. Wer wird denn hier aktiver? Die Kinder, die Jugendlichen oder vielleicht sogar die Erwachsenen? Weil es kommt mir ein bisschen vor wie so ein Spielplatz, ein großer für Erwachsene. Das ist auch so. Also wir können uns vor Anfragen nicht retten, die hier mal einfach so wirbeln wollen. Ja. Für Kinder ist das alles nach 5 Minuten vorbei. Also auf alle Fälle muss man eines bedenken, dass Erwachsene, die Interesse an Geschichte haben, sich hier richtig versenken. Ja. Die gehen sehr gewissenhaft damit um, die heben in einem Quadrat Schicht um Schicht ab und sind da auch den ganzen Tag mit beschäftigt. Also ich finde wirklich, authentischer kann man die Bibelzeit nicht nachempfinden. Wenn Sie das auch möchten, dann kommen Sie auf jeden Fall hier ins Bibeldorf nach Riedberg. Das war Daniels Platz 2. Das Bibeldorf. Eine einzigartige Zeitreise. Natürlich aus Ostwestfalen-Lippe. Bevor wir zu Platz 1 von Daniels Sommerhighlights aus Ostwestfalen-Lippe kommen, hier noch etwas außer Konkurrenz. Die Externsteine. Daniel möchte mehr über diesen Ort erfahren und hat sich mit Gästeführerin Cornelia Müller-Heiß hier verabredet. Hallo Conny. Hallo Daniel. Hi. Und mein Gott, das ist ja wirklich ein spektakulärer Ausblick, muss man sagen. Ne? Absolut, absolut. Also wirklich toll. Ist ja für dich auch noch so imposant, weil du siehst sie ja eigentlich häufiger, ne? Es ist jedes Mal wieder beeindruckend, also was Natur alles kann. Absolut. Das ist schon großartig. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, weil die ja so glatt geschliffen aussehen, ist das wirklich alles Natur gemacht oder hat der Mensch da irgendwie mal was abgebaut, abgetragen? Das ist Natur und das ist eigentlich auch das Problem. Es verwittert immer mehr, wir werden es nicht halten können. Ja. Es wird irgendwann weg sein. Und das andererseits ist das ja auch was Tolles zu sehen, dass Dinge vergänglich sind und dass man sie nicht mit aller Gewalt halten kann. Rund 40 Meter hohe Gebilde aus Kalksandstein. Um die Namensgebung und um die Entstehung ranken sich viele Mythen. Welche Bedeutung haben die Externsteine eigentlich für OWL? Ja, also hier nicht gewesen zu sein, ist erstmal ein Fehler, weil es einfach von der Natur her sehr schön ist. Auch die Wanderwege ringsrum sind einfach traumhaft schön. Und wir haben hier natürlich nochmal eine Besonderheit, die ist also vor allen Dingen für Kunsthistoriker sehr interessant. Aber da es eben sehr christlich geprägt ist, sind wir da also auch bei Menschen, die sich sehr mit dem Christentum auseinandersetzen. Das ist hier in diesem Fall dann die Kreuzabnahme Christi, die wir hier sehen. Wir wissen nicht genau, wann es gemacht worden ist. Wir denken, die großen Baumeister im Mittelalter waren die Zisterzienser. Und es ist denkbar, dass
da es auch immer Bezüge zu den Zisterziensern gab, hier von Lippe aus, dass hier tatsächlich Zisterzienser ihre Hand bei hatten und einen guten Baumeister geschickt haben. Denn derjenige, der es hier gemacht hat, war ein Meister seines Fachs. Ja. Also es gibt nichts Vergleichbares hier in Nordwesteuropa. Also man kann in Frankreich bei den großen Kathedralen, da kann man noch Ähnliches finden, aber auch nicht so wie dieses. Denn das ist ja aus dem Fels rausgehauen worden. Mhm. Es ist plastisch gearbeitet. Und man muss sich jetzt mal anschauen, also zum Beispiel die Figur hier links, das soll Maria sein, die ja gerade den runterfallenden Kopf ihres Sohnes auffängt. Alleine der Schwung des Kleides unten, das ist ein Meister, der es gemacht hat. Germanische Kultstätte oder doch ein christliches Werk? Die ungewöhnliche Felsformation zog die Menschen schon immer magisch an. Ja, Conny, vielen Dank für deine ganzen Informationen, für die spannenden Einblicke. Gerne. Einen würde ich mir ganz gerne noch selber holen, und zwar, ich muss einmal hoch. Ja, tu das, unbedingt. Ja, ja klar. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Bye. Also wenn Sie hier in Ostwestfalen-Lippe unterwegs sind, kommen Sie auf jeden Fall zu den Externsteinen. Die sind ein Muss und der Aufstieg lohnt sich auch allemal. Der Ausblick ist sensationell. Übrigens genauso wie mein Platz 1, den ich hier in OWL gefunden habe. Knapp 25 Kilometer hier von den Externsteinen entfernt, und zwar in Lemgo. Dort habe ich ein wirklich sensationelles Haus gesehen. Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie im Junkerhaus durch die Tür gehen, dann treten Sie in eine andere Welt ein. Viel Spaß mit meinem Platz 1. Platz 1 seiner Sommerhighlights aus Ostwestfalen-Lippe findet Daniel in Lemgo. Seit 130 Jahren steht es jetzt schon hier. Heute ist das Junkerhaus ein Museum. Und zugleich ist es das außergewöhnlichste Fachwerkhaus Deutschlands. Das ist es, das Junkerhaus. Hier in Lemgo habe ich schon viel drüber gehört und wenn man sich das jetzt mal so anschaut, weiß man auch sofort warum, ne? Sensationell. Also wirklich erstaunlich. Müssen wir von innen sehen. Wir gehen mal rein. Karl Junker erbaute dieses Haus und hat sich hier seine ganz eigene Welt geschnitzt. Also wenn das hier drin jetzt genau so weitergeht, wie es von außen schon aussieht, dann würde ich sagen, damit treten wir jetzt eine andere Welt. Los geht's. Also ein bisschen düster hier. Machen wir vielleicht Licht an, dann sehen wir ein bisschen mehr. Sehr gut. Also der erste Eindruck ein bisschen düster, aber absolut faszinierend. Das ist alles so ein bisschen knöchernd irgendwie sieht das aus. Was haben wir hier? Das ist der Lagerraum gewesen. Also Hammer. Ich frage mich gerade, wie lange das gedauert haben muss, bis dieses Haus dann letzten Endes gestanden hat. Hier hat ja jede Säule, hat ja irgendwie hier Ornamente, die hier reingeschnitzt wurden. Gehen wir mal weiter. Der als sehr eigenwillig geltende Künstler gestaltete dieses Gebäude mit seinen fantasievollen Schnitzereien. So, was haben wir hier? Atelier. Auch wenn man sich jetzt mal die Möbel anschaut, ne? Komm mal ruhig rein hier. Guck mal hier, vom Schreibtisch, ja, auch genauso geschnitzt bis zu so einer kleinen Kommode. Oder hier, wo ich gerade gar nicht weiß, was das sein soll. Also ob das so eine Art Thron ist oder wie er sich da verwirklichen wollte. Hammer. Oder auch so Bilder, die hier gemalt wurden. Und hier bricht das Düstere natürlich auch so ein bisschen auf, weil wir haben hier ziemlich viele Fenster. Und gleichzeitig sieht man auch, das muss mal alles sehr bunt gewesen sein. Wenn man sich die Tür jetzt mal anschaut, die Farbe ist halt nur über die Jahre so ein bisschen verblichen mittlerweile, ne? Farben und Formen fließen hier kunstvoll ineinander. Ein absolut ungewöhnliches Haus. So, was haben wir hier? Was sollte das sein? Wahrscheinlich für die Kinder, wenn die nicht lieb waren. Apropos Kinder, der erinnert mich auch so ein bisschen hier an Hänsel und Gretel, irgendwie, muss ich gerade sagen. Was haben wir hier hinter? Ah ja, das kunstvolle Örtchen. Selbst die Toilette, da hat er sich nichts nehmen lassen. Oder hier, das Klopapier von damals. Bei den Dingen, die man heute teilweise in der Zeitung liest, könnte man die heute auch dafür ganz gerne verwenden, ne? Das Haus ist zweistöckig und hat noch eine Dachkammer. Für die Zeit seiner Erbauung ist die Größe schon außergewöhnlich. Karl Junker war Künstler und Architekt. Er wohnte und werkelte hier bis zu seinem Tod im Jahre 1912. Heute ist das Junkerhaus ein Museum und Fabian Schröder ist der Museumsleiter.
Fabian, du bist es. Sehr gut. Zum Glück nicht die Hexe. Hexen gibt es hier nicht. Nee. Nicht, ne? Weil so ein bisschen gruselig ist jetzt übertrieben. Aber so ein bisschen, ich weiß nicht, so mystisch ist jetzt schon. Man könnte das Gefühl haben, aus irgendeiner Ecke kommt vielleicht gleich die Hexe. Ne? Ist das auch so dein Empfinden noch so, wenn du hier so durchgehst? Oder? Ja, mein Empfinden nicht mehr, aber es erzählen einem schon viele, dass sie es irgendwie so ein bisschen gruselig, dunkel, ängstlich finden. So, ne? Man muss immer bedenken, früher war alles ganz bunt und ganz hell. So. Das sieht man natürlich im Laufe der Zeit nicht mehr. Ja. Ich habe das Gefühl, jeder nimmt es ein bisschen anders wahr tatsächlich. Ja. Lass uns mal hier mal einmal reinschauen. Hier, was war denn hier? Ganz kleines Zimmer. Oh ja, das Kleinste das für die Kleinen, das Kinderzimmer. Genau, das ja? ist das Kinderzimmer. Ja. Hat er mit der ganzen Familie hier gewohnt? Oder? Nee, Kai Juncker hatte gar keine Familie, hatte keine Kinder. Deswegen erscheint es auf den ersten Blick sehr ungewöhnlich, dass es ein Schlafzimmer gibt, dass es ein Kinderzimmer gibt. Wie gesagt, er war alleinstehend, hat das eher als so eine Art Musterhaus erschaffen. Also in jedem Haus müsste es sozusagen das Zimmer geben, das Zimmer geben. Vielleicht kann man es ein bisschen verstehen, weil wenn du dich, sag ich mal, mit jemandem triffst und der Dame sagt, komm, wir treffen uns bei mir zu Hause und sie kommt hier rein und hat den ersten Eindruck, denkst vielleicht, oh, ist ein bisschen komisch, der Mann. Kann ja sein. Wie ist das denn damals überhaupt angekommen? Wie haben die Leute ihn so wahrgenommen? Gibt es da so Anekdoten? Er war totaler Außenseiter, so in der Lemgoer Stadtgesellschaft, das wissen wir. Es gibt so ein paar Geschichten, also es gibt unglaublich viele Geschichten über, war er verlobt jemals, hatte er eine Freundin und so, man weiß aber nichts so richtig. Das Einzige, was man weiß, ist, er erzählt einmal, dass er sich in die Tochter seines Meisters, er war in Hamburg, verliebt hätte und sie heiraten will und keiner weiß, was daraus geworden ist. Ja. So, aber hier hat er definitiv alleine gelebt. Die ganzen Zimmer mit spezieller Einrichtung sind also als so eine Art Showroom zu verstehen. Juncker wollte die Idee von seinem außergewöhnlichen Haus anpreisen, um mehrere Häuser in diesem Stil erbauen zu können. So, was war das hier für ein Zimmer? Das ist das Wohnzimmer. Wohnzimmer, okay, so, ja, mit Esstisch, ne? Genau. Haben denn hier jemals überhaupt dann andere Leute mit ihm gesessen und gegessen oder hat sich hier überhaupt gar keiner reingetraut? Das bezweifle ich, dass jemand mit ihm hier gesessen hat. Er hat sehr wenig Kontakt zu seinen Nachbarn gehabt, aber ein ganz bisschen Kontakt gab es. Was er halt schon gemacht hat, ist das Haus wirklich für Interessierte geöffnet. Aha. Also man erzählt sich, er hat so ein bisschen widerwillig gemacht, so. Also nicht total gerne, aber er hat schon den Leuten irgendwie auch zeigen wollen, was er hier erschaffen hat. Was mir schon generell im Haus aufgefallen ist, es wirkt etwas düster, ja, aber man sieht auch, zum Beispiel auch der Boden selbst ist bemalt, man hat hier richtige Gemälde auch an der Wand und auch das Holz scheint mal irgendwie bunter gewesen zu sein, oder? Genau, du musst dir das im Prinzip vorstellen, ein bisschen wie so eine Villa Kunterbunt. Ne? Ja. Es war alles angemalt, die Decken waren bemalt, sieht man jetzt auch noch, aber ist halt alles ausgeblichen. Also der Eindruck, den wir jetzt so haben, der wird damals ein bisschen anders gewesen sein. Ja. Ich meine, so passt irgendwie so dieser Gedanke, dass der war so ein bisschen griesgrämig, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ist alles kunterbunt, wirkt schon wieder ganz anders, ne? Genau. Also das finde ich eben auch spannend, ne? Dass es halt irgendwie so diese Widersprüche immer gibt und es gibt gar nicht so die richtige Lösung oder die richtige Geschichte dazu. Ne? Man kann sich viel, viel dazu denken. Also hier ist die Fantasie grenzenlos eigentlich, ne? Ja. So fühlt sich das für mich an. Also ist echt mega interessant. Schon zu Junkers Lebzeiten war dieses Haus eine absolute Sehenswürdigkeit in Lemgo. Vom Boden bis zum Dach, von innen und außen, ist hier alles in Handarbeit mit Schnitzereien verziert. Die meisten Besucherinnen und Besucher sind Gäste von außerhalb, aber auch die Lemgoerinnen und Lemgoer kommen immer wieder. Insbesondere, wenn sie irgendwie Gäste von außerhalb haben, dann zeigen sie denen das und sind ganz stolz darauf, was sie ihnen hier zeigen können. Fabian, vielen Dank für die ganzen Infos. Also ich bin mit dem Staunen aber noch nicht so ganz fertig. Darf ich mich da so ein bisschen umschauen? Guck dich überall um, geh gern auch noch ins Dachgeschoss. Ja? Viel Spaß noch. Vielen Dank, Dankeschön. Ciao. So, mitkommen, wir gehen noch eine Etage höher. Auf geht's. Daniel will noch das Dachgeschoss erkunden. Hier befanden sich früher die privaten Räume von Juncker, in denen er lebte. So, was haben wir jetzt hier noch? Wie so ein kleiner Aussichtsturm. Ah, super. Also, man kann sich hier wirklich im Junkerhaus nicht satt sehen. Wenn Sie mein Lemgo sind oder einen Ausflug planen, kommen Sie vorbei. Dieses außergewöhnliche Junkerhaus in Lemgo war zugleich Daniels Sommerhighlight Platz 1 aus Ostwestfalen-Lippe. Das war meine Top 5 aus Ostwestfalen-Lippe. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Das Beste im Westen.